Weiter geht's dann mit der Kanalvorstellung. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich hatte damals beim 5000 Abonnenten-Special eine Kanalvorstellung angefangen und gesagt, dass ich insgesamt 5 Kanäle vorstellen möchte. Nun ist mir wirklich so viel dazwischen gekommen und Far Cry hat auch wirklich meine ganze Aufmerksamkeit gebraucht, dass ich das nicht machen konnte. Und jetzt, wo sich Far Cry langsam so ein bisschen legt und ich wieder Zeit habe, dachte ich mir, ich hole das nach und stelle einfach noch ein paar Kanäle mehr vor, die sich eigentlich erst zu spät gemeldet haben. Ich hoffe, ihr freut euch dann, dass ihr hier trotzdem noch untergekommen seid. Die packe ich aber wirklich in ein Video zusammen, weil ich das sonst zeitlich gar nicht mehr unterbringen könnte. Momentan ist es so, dass ich mehr Videoideen als Zeit zum Umsetzen habe. Deswegen muss ich mir auch teilweise genau überlegen, was ich denn bringen kann und wann ich es bringen kann, da es ja auch in Far Cry noch richtig viele Sachen gibt. Die 5 Kanäle, die ich euch heute vorstelle, sind alle Gaming-Kanäle. Der erste Kanal, den ich euch damals vorgestellt hatte, war ja The Legend of Music, ein Musikkanal. Der zweite Kanal war Michael Siebert. Da gibt es Tutorials zu Videoproduktion und so weiter. Und der dritte Kanal, das war Yuppie Zockt. Den kennen jetzt ja auch mittlerweile schon die meisten von euch wahrscheinlich. Die 5 Kanäle, die es heute gibt, möchte ich in aufsteigender Reihenfolge vorstellen. Das heißt, der unbekannteste Kanal mit den wenigsten Abonnenten zuerst. Und ich werde dann auch ein paar kleine Tipps geben, mich da aber nicht wirklich im Detail mit beschäftigen, sondern euch nur kurz erzählen, was es da gibt, was ihr da kriegt und vielleicht dann auch noch ein paar Verbesserungstipps für den Kanal, weil das ja die Leute wirklich nach vorne bringt. Ich habe es damals schon gesagt, die ersten 100 Abos, das sind die schwersten und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben auf YouTube, denn irgendwann wächst man vielleicht sogar exponentiell. Ihr habt es vielleicht an meinem Kanal gesehen, wir sind jetzt hier innerhalb von einem Monat von 5000 auf 12.000 Abonnenten angewachsen, das ist mehr als verdoppelt. Ich freue mich da unglaublich drauf und freue mich, dass ich richtig vielen von euch anscheinend hier weiterhelfen kann mit meinen Guides und Infovideos. Der erste Kanal, den ich euch heute vorstellen möchte, ist Penno und Renno. Penno und Renno haben zu diesem Zeitpunkt 16 Abonnenten und die machen lustiges Gameplay. Das heißt starke Schnitten, ein paar lustige Memes dazu und der Fokus liegt ja wirklich auf Unterhaltung. Das soll kein komplettes Gameplay-Video sein und das Spiel in seiner Fülle widerspiegeln, sondern ihr sollt nur davon unterhalten werden, einfach mit einem guten Gefühl da aus dem Video rausgehen. Ich habe mit den beiden auch eine Runde Sea of Thieves gespielt, das könnt ihr euch auf diesem Kanal dann auch anschauen, hat wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, das ist auch ein Kanal, der sehr viel Potenzial hat und den wir in Zukunft hier noch öfters relevant sehen werden. Die versprochenen Verbesserungsvorschläge für Penno und Renno sind auf jeden Fall mal das Kanal-Layout zu überarbeiten. Und damit meine ich nicht das Titelbild, das ist sehr, sehr gut und das Profilbild das auch, ist relativ stilvoll und schlicht gehalten, sondern ich meine, dass da ein vorgestelltes Video ist, dass da Playlists erstellt werden zu jedem Themenbereich, den sie abdecken, aber das ist am Anfang natürlich noch nicht so wichtig, weil es erst 4 Videos gibt. Da ist die Übersichtlichkeit noch gegeben, aber ich denke mal, in ein paar Monaten wird das dann anders aussehen, sodass wir uns da mit Playlists und verschiedenen Reitern dann zurechtfinden können. Der zweite Kanal, den ich euch vorstellen möchte, ist Murtag 2013. Murtag macht Gameplay-Videos und auch ein paar kleinere Tutorials, aber ich glaube, der Fokus liegt da wirklich auf dem kompletten Gameplay. Sein Fokus ist Assassin's Creed Origins, wie das ja damals bei mir auch so war. Ich habe ja mit Assassin's Creed Origins hier meinen Kanal begonnen. Auf jeden Fall die meisten Videos, die ihr dort finden könnt, sind zu Assassin's Creed Origins. Ein wirklich grandioses Spiel und ihr solltet auch auf jeden Fall auf seinem Kanal mal vorbeischauen. Der dritte Kanal, den ich euch vorstelle, ist NoSkill Gamer. NoSkill Gamer hat einen relativ interessanten Ansatz und zwar sagt er von vornherein, dass er schlecht im Spielen sei und das zieht sich auch durch seine Videos. Ein sehr cooles Image, wie ich finde, dass man einfach mit dem Aspekt herangeht, dass man besonders schlecht ist und dass das die Leute dann unterhalten soll. Also so eine Art Eigenironie, sowas ist immer sehr positiv. NoSkill Gamer hat 64 Abonnenten, auch da ist dann noch Luft nach oben. Er hat die 100 auch noch nicht geknackt, aber der Schlüssel zu einem konstanten Wachstum auf YouTube ist auch immer der regelmäßige Upload. Das macht er schon relativ gut. Die Upload-Frequenz hat da aber auch noch viel mit zu tun. Ihr seht es bei mir auf dem Kanal, ich bringe täglich Videos und das erhöht auch die Reichweite und zwar massiv. Darüber muss sich jeder klar sein, je nachdem wie viel Zeit ihr in YouTube stecken wollt und könnt, werdet ihr eben mehr oder weniger wachsen. Man kann es natürlich auch übertreiben mit Videos, also 3 Videos am Tag, das war mein Maximum. Das war schon wirklich viel. Fast schon zu viel eigentlich, denn YouTube belohnt Regelmäßigkeit im Algorithmus. Das heißt, wenn ihr regelmäßig Videos hochladet, dann wird YouTube die als relevant
entspannt einordnen. Schaut doch auf jeden Fall dann mal beim NoSkill Gamer vorbei. Der nächste Kanal ist der Entenkeck. Wie der Name schon vermuten lässt, ist alles ein bisschen lustiger auf seinem Kanal. Mit 256 Abonnenten hat er eigentlich schon das Schwerste geschafft. Er muss jetzt eigentlich nur weitermachen. Und was er hier macht, sind viele Real-Life-Challenges. Die laufen sehr gut bei ihm. Das ist aber auch generell ein Format, was eigentlich immer relativ gut ankommt, denke ich mal. Da sind auf jeden Fall ein paar lustigere Sachen dabei. Das könnt ihr dann auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Der letzte Kanal, der ist schon ziemlich groß. Mit 1500 Abonnenten der Key Tayro. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und Key Tayro bringt vor allem Gameplay-Videos. Let's Plays zu Far Cry 5 zum Beispiel auch. Ich glaube, er war sogar der erste Spieler auf YouTube, der das Spiel durch hat. Auf jeden Fall beeindruckend, denn ich weiß, wie lange eine Videoproduktion dauert. Ich habe ja auch angefangen, das Spiel zu Let's Playen, aber konkret von Anfang an gesagt, dass ich das wahrscheinlich nicht durchziehen werde. Denn ein Let's Play parallel zu Guides zu bringen, ist für mich so gut wie unmöglich, da man ja schnell spielen muss, um Guides zu bringen. Und daneben noch ein Let's Play zu produzieren, das würde ja im Zweifelsfall zwei Spielstände dann beanspruchen. Die habe ich derzeit nicht. Schaut auf jeden Fall auch mal bei ihm vorbei. Aber wie gesagt, er hat es ja eigentlich schon geschafft hier auf YouTube. So, das waren die 5 Kanäle, die ich euch heute nochmal vorstellen wollte. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, lasst einen Gruß von mir da, wenn ihr durch mich dahin gekommen seid. Darüber freuen sich auch die entsprechenden Kanäle bestimmt. Ja, ein 10.000 Abo-Spezial habe ich jetzt erstmal nicht gemacht und nicht geplant, aber ich kann euch sagen, dass langfristig so Fragnaht-Merchandise geplant ist, also T-Shirts und so weiter, und da wird es dann wahrscheinlich auch eine Verlosung geben. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr da Interesse dran habt grundsätzlich, wie ihr das fändet, ob ihr das tragen würdet und so weiter. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Fragnaht.